Meine Damen und Herren, hier ist noch einmal die Heute-Redaktion mit letzten Nachrichten. Im amerikanischen Camp David beginnt heute eine neue Verhandlungsrunde im Nahostkonflikt. Unter Vermittlung des amerikanischen Außenministers Vance wollen der israelische Außenminister Dayan und sein ägyptischer Amtskollege Khalil versuchen, einem Friedensvertrag zwischen Jerusalem und Kairo näher zu kommen. Die Verhandlungen darüber waren seit November letzten Jahres unterbrochen. Alle Konferenzteilnehmer äußern sich eher zurückhaltend über die Erfolgsaussichten der jetzigen Gesprächsrunde. Die Amerikaner dringen auf einen baldigen Friedensschluss, nicht zuletzt wegen der Entwicklung in Iran. In Frankfurt landete am Abend eine Sondermaschine der Lufthansa aus Teheran mit mehr als 300 Deutschen an Bord. Sie waren im Auftrag der Bundesregierung aus Iran herausgeholt worden. In Iran reißen die Unruhen vor allem im Norden des Landes nicht ab. In Teheran wurde mit der Hinrichtung von 4 weiteren Generalen die, wie es hieß, Säuberungsaktion in den Streitkräften fortgesetzt. Im Grenzkrieg zwischen China und Vietnam scheint kein schnelles Ende in Sicht. Rückzugsgerüchte wurden in Peking offiziell dementiert. Im Norden Vietnams toben heftige Kämpfe, die offenbar für beide Seiten sehr verlustreich sind. Der österreichische Bundeskanzler Kreisky hat in Wien gegenüber Bundespräsident Scheel die Entspannungspolitik der Bonner Regierung gelobt. Die Industriegewerkschaft Druck und Papier geht mit der Forderung nach 6,5% mehr Lohn und Gehalt in die kommende Tarifrunde. Sie beharrt außerdem auf einen Einstieg in die 35-Stunden-Woche. Bei einem Massenunfall im dichten Nebel sind auf der Autobahn Köln-Koblenz in der Nähe von Bonn 4 Menschen getötet und zahlreiche andere schwer verletzt worden. Die Wetteraussichten. Veränderliche Bewölkung oder auch neblig trüb, aber trocken. Mittagstemperaturen zwischen minus 2 und plus 6 Grad. Mit diesen letzten Meldungen, meine Damen und Herren, ist das Programm des ZDF beendet. Wir wünschen Ihnen eine gute Nacht.